Hallo, meine lieben Zuschauer. Hier ist Mega 88.1000. Ich möchte gerne mal noch ein kurzes Update machen über die Rückblick-Review, die ich über Chaos Tube One gemacht habe, ja. Und das Update ist halt wegen, weil ihr wisst ja vielleicht, dass während der kompletten Review mir beim Austausch der Lanze mir noch weitere Sachen abgebrochen sind. Ich konnte euch das nicht mehr komplett zeigen. Und für die englische Review habe ich es ja, bevor ich das Video gedreht habe, quasi repariert. Und ich wollte euch eigentlich nur mal die Reparaturarbeiten zeigen als Update, wie ich es geschafft habe, dass der Austausch immer noch funktioniert und wie ich das halt gemacht habe. Also, es war ja diese Kugel abgebrochen innerhalb der Lanze, diese angegossene, modellierte Kugelgelenk, ja, die ist im Arm stecken geblieben, die habe ich, wie ihr sehen könnt, rauspurbeln können aus dem Arm. Somit habe ich hier noch reingebohrt, ebenso in den Arm ein Loch reingebohrt, in die Aussparung, wo eigentlich die Kugel reinkommt mit der Lanze, und ich habe es mit dem Draht quasi möglich gemacht, den Austausch weiterhin möglich zu machen. Beides geht zusammen, ja, seht es. Und wenn man halt jetzt die Hand anstecken will, die extra Hände, funktioniert halt trotzdem noch, wenn man den Draht rauszieht. Also der Austausch der Lanze funktioniert trotz der Reparatur, trotz dass das abgebrochen ist, weiterhin halt in ein bisschen anderen, auf einer anderen Art und Weise, wie ich es gerade erklärt hatte. Aber ich denke, ich habe einen sehr guten Weg gefunden. Und dass es so gut funktioniert, hätte ich gar nicht gedacht, dass ich so einen guten Weg finde, das zu reparieren. Ja, und was ich euch auch nicht vorenthalten wollte, war noch Folgendes. Ich habe ja innerhalb dieser Review, in der Rückblick-Review über SH Figure Arts Chaos Tube One auch noch angesprochen gehabt und Vergleiche gemacht mit diesen japanischen D-Reel Figuren, der alten Action-Figuren, D-Reel Tube One und den Repaint, diese Asia-Exclusive-Figur Chaos Tube One als sein Repaint, hatte ich ja erwähnt, dass die beide mit den zusätzlichen Austauscharmen damals kamen. Ich hatte aber die Austauscharme vergessen, hier mit hinzulegen. Deshalb will ich euch die Austauscharme mal noch zeigen. Das sind die Austauscharme natürlich vom normalen D-Reel TubeMon. Und ich habe euch in dem Video einfach nur sagen wollen, oder habe euch das erzählt, dass ebenfalls als, ja, als Beweis, dass der sehr an die japanische D-Reel-Figur als Asia-Exclusive-Release angegleicht wurde, dass der halt auch diese Eigenschaft hatte und mit diesen zusätzlichen Armen, Austauscharm kam, wie die original japanische oder Asia-Version von D-Reel, vom normalen D-Reel Tube-Man. Ja. Das habe ich euch nicht zeigen können, somit habe ich das als Update euch jetzt noch gezeigt, weil ich die Hände halt nicht da hatte. Und damit möchte ich dieses Update, kurze Update-Video über SH Figure Arts TubeMon, Chaos TubeMon, besser gesagt, SH Figure Arts Chaos TubeMon beenden. Sollte nochmal als Update für seine Rückblick-Review dienen, für die Reparaturarbeiten, weil eben unglücklicherweise während der Aufnahme das die Lanze noch abgebrochen ist, also der Kugelstift, ne? Ja, ich hab's ja erklärt, ihr wisst Bescheid, ja, und das soll es, wie gesagt, gewesen sein. Verabschiede ich mich nochmal von euch und, ja, sage Tschüss und auf Wiedersehen, euer Mega 88.1000.